Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem weiteren Ründchen Among Us. Wir schließen die Session heute mit einem Imposter-Ründchen ab und mit einem sehr schönen, muss man sagen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich würde mich selber einen Support freuen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Morgen geht's dann los mit einer ganz besonderen Runde und einer ganz besonderen Session Among Us. Aber dazu dann morgen mehr. Seid gespannt. Jetzt erstmal viel Spaß. Aber in der letzten Runde. Ja, sie sind gut bevor gestorben. Hallo. Von einem Hater. Mann, oh, ach Gott. Ich will mit Swabine da oben im Schiff sein. Ja, Angst vor Unge. Alles schrecklich. Alle Mörder. Und schon macht er bespielt er direkt den Download. Aber hier ist auch noch Buzzo. Buzzo macht erstmal Wires, haben wir. Es ist immer so eine lustige Runde, wenn man Wires mal nicht hat. Das ist immer geil. Buzzo macht direkt zweiten Wires. Bitte, was ist das? Also, da war nichts, oder wie? Mach ich mal eine Note draußen schnell. Okay. Oh nein, Licht ist aus. Ich liege scheiße. Das Licht ist nie, also es kommt. Skylo. Butcher ist schon da. Hier ist Full House. Hier ist ein bisschen zu viel los. Hier will einer killen. Einer will hier den Killer bespielen. Wer killt? Und wer wird mordet? Da ist schon wieder Unge. Oh, oh, Unge und Andy schon wieder hier. Wer macht denn am Anfang Comms aus? Welchen Gag willst du damit... Das ist ja so ein bisschen die Frage, finde ich. Also, welcher Gag ist denn Comms? Da muss ja irgendwer am Anfang vielleicht was gesehen haben. Unge und Philipp stehen hier. Andy dreht nochmal um. Andy dreht nochmal um. Und rennt einfach weg. Also, er guckt ja nicht mal, ob da eine Leiche ist. Er dreht einfach um. Jetzt muss ich mich mal an einen ranhängen, sonst bin ich gleich wirklich der erste Tote. Matteo, die Imposter-Legende. Basso und Lila? Ihr habt uns beide gesehen, bitte vergesst mich nicht. Oh, Klassiker. Scheiße, ich hasse ihn. Oh nein. Das schreckliche Ding oben rechts. Spezimann, Spezimann. Kutscher. Wenn hier oben jetzt einer reinkommt, muss ich mich für einen entscheiden. Schlurach, ich hab noch eine Taste übrigens. Sag, bevor du auch was sagst, Tau. Wer war der Kamera gerade? Wer war der Kamera? Dein Tanz hat mir gefallen, Unge, war schön. Du hast nicht gedeutet. Wer in der Kamera war, oben waren Kutscher, du, Andi waren noch oben. Das war eine versteckte Nachricht. Nee, ich bin gerade zu Specimen. Das war eine Nachricht. Ich war zweimal in der Kamera. Weil Mental tot war in Dings, Lifelines. Achso, das habe ich leider nicht. Wie lange ist Mental tot? Also ich habe gerade eben drauf geschaut und dann habe ich SOS-Tanz gemacht. Also. Lange. Also, pass mal auf, ich kann euch was zu Mentals tot sagen. Ich kann euch nämlich sagen, was ich gemacht habe. Könnt ihr noch sagen, wo die Leiche ist? Ja, ich wollte auch sagen, wo die Leiche ist. Ich schluck. Ja, In Weapons unten. Oh no, ich habe sogar jemanden rauslaufen sehen aus Weapons, aber ich habe nicht gesehen, wer es war. Durch die Kamera geschaut und da habe ich gesehen, wie Mental und Swabine hintereinander hergelaufen sind. Bin dann, als die aus meinem Kamerabild rausgelaufen sind und Swabine so sehr Mental verfolgt hat, habe ich gedacht, jetzt, nee, stimmt gar nicht, das war andersrum.
Doch, das war genau so rum. Okay, sorry, ich bin lost. Dann bin ich zur Lifeline, weil ich gucken wollte, ob einer von beiden tot ist und habe an der Lifeline gesehen, dass Mental tot ist. Das muss aber nicht Sabine gewesen sein, weil ihr müsst die Zeit bedenken, dass ich von Camps zu Lifeline gelaufen bin. Ja, also kann sein, dass sie sich getrennt haben zwischendurch, aber das ist, was ich gesehen habe. Nee, alles gut, Schlauber, ich glaub dir. Sabine, du warst ja auch Lifeline. Hast du den Kill von Mental auf Lifeline gesehen oder nur, dass er schon tot war? Tot war. Ich also, aber du hast den Kill Weapons gesehen, oder? Simon, hast du den Kill gesehen? Nee. Zeitpunkt auch nicht? Also nee, ich bin vorhin Richtung Office gerannt und... Er muss schon mindestens über 10 Sekunden her sein. Ja, und links in Weapons ist irgendwer rausgegangen. Ich glaube, es war Weiß, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, viele Indizien. Und dann bin ich an Lifeline. Was soll das hier eigentlich? Ich habe mich auf den Kieker. Also ich war in Storage dann drin. Ich bin ihm hinterhergelaufen, ja. Und ich habe Basu gesehen, in die Ecke. Sonst aber eigentlich niemanden. Du warst am Ende in Storage? Nee, am Ende war ich nicht in Storage. Ich war am Anfang, als ich Mental hinterhergelaufen bin, er ist weiter runtergelaufen, ich bin Storage reingegangen quasi. Hallo, wo warst du? Ich war oben rechts, Specimen. Ich war ganz weit weg vom Geschehen. Und ich bin vor Kutscher weggerannt, weil Kutscher stand unten an der Dekontür. Was? Ja, du standst an der Dekontür, du konntest mich aber nicht sehen, weil du ganz nah dran standst. Und bin dann wieder abgehauen. Das kann sein. Ich finde es interessant, dass da stehen noch Sekunden an dem Ding dran. Ach nein, jetzt darf ich nicht klicken. Da stehen doch Sekunden an dem Ding dran. Das sind aber keine Sekunden. Das ist doch 30.251. Das geht doch viel zu schnell. Kommunikations. Bin ich in Where? Oh nein. Ich liege auf der Straße jetzt gleich. Schlovlesk Unge. Ich habe Chantau gefunden im Labor. Okay, dann kann ich... Ja, wie ich wo im Labor? Zwischen diesen zwei Räumen quasi. Zwischen den zwei Laborräumen. Genau in der Mitte so. Am Tisch? Flask ausschließen. Neben dem Tisch, ja quasi. Also wenn wir davon ausgehen, dass es 30 Sekunden dauert, bis man töten kann, ne? Ich bin zum Wasserrad unten gelaufen und dann sofort hoch, weil ich noch den Download machen musste oben bei Electrical. Und dann ging das Licht aus. Und da standen beim Fixen Schlo, Unge und Dalu. Ja, aber es dauert doch keine 30 Sekunden, oder? Dalu habe ich beim Licht nicht gesehen. Ich habe nur Schlo, mich und Duel gesehen. Ich denke halt, also Unge, wenn du Moment, nicht gesehen hast. In dem Moment, wo der Cooldown wieder ready ist, reicht es da, für die drei Leute einen Kill in Lab zu machen und dann schon beim Licht zu sein? Vielleicht nicht. Das frage ich mich gerade. Aber Dalu, ich auf jeden Fall für die Runde kann ich Sabine ausschließen, weil ich mit ihr in Decon war. Da kam ich auch her. Sehr gut. Dalu, also, ich in den Camps gesehen, habe ich dich. Ja, aber, nein. Also als wir, also ihr, du, Philipp und Schlo kam aus Lights raus, richtig? Und dann, ich kam Philipp sogar von Lab. Und dann stand ich stand an den Kabeln oben links. Und dann bist du mit Philipp in Kamera reingerannt. Ja, aber du warst nicht bei den Lights, ne? Nee, ja, ich kam ja, halt das, als das ihr. Das meine ich. Ja, aber ich kam von unten. Wer hat mit mir die Kabel gemacht? Das war Basso, oder? Oder wer stand da oben mit an den Kabeln mit mir? Weil ich will nur fragen... Ich glaube nicht, dass ich da stand. Ich bin nämlich in Decon reingegangen. Hey, habe ich eine komplett andere... Also ich also das kann eigentlich nicht ich gewesen sein, nee. Also Vlesk, du hast Dalu gerade gesagt, der war bei Licht. Habe ich eine komplett andere Runde gespielt? Bei mir sind Schlo und Unge am Licht gewesen und nicht Philipp. Ja, Schlo und Unge. Ja, Philipp, ja, aber ich dachte, da kamen drei raus. Ich kam auch noch, ich habe es nur nicht gefixt. War schon okay. Deswegen kamt ihr zu dritt aus dem Raum für mich raus, okay. Oder du hast jemanden umgebracht. Ich? Spaß. Ich. Du wirst nicht machen. Denn. Jetzt habt ihr mich, ja. Hätte ich auch schlauer machen können. Das war leider nichts. Ich skippe. Also ich hab Schlo und Unge aus Leitz rauslaufen sehen und Dalu stand da halt. Andi hat kein Alibi, oder Andi? Ich hab kein Alibi, ich war oben im Lab. Warum haben Orange und Weiß mich gewotet? Da, wo die Leiche lag, Andi. Stimmt gar nicht, ich hab mich gewotet. Ich hab geskippt. Oh, aber Orange schreit sich ab. Aha, interessant. Thank you.
Ich habe gerade einen fatalen Fehler gemacht. Was ich war nicht im Lab. Also, ich habe mich gerade einfach echt vertan. Ich war unten bei, zuletzt war ich bei Download, zwischen Download und Weapon gerade. Und da habe ich noch Flask gesehen. Und ich weiß nicht, warum ich gesagt habe, ich war im Lab. Ich wollte das nur korrigieren. Ich Moment, wo hast du Download gemacht? In Weapons and Wires, ne? Nein, nein, ich war eben zwischen Communication und Weapons. Und da habe ich Flask gesehen. Das war meine letzte. Aber wo hast du den Download gemacht? Ich war überhaupt nicht. Da ist der Download. Ja, da ist der Download. Aber wenn der Imposter wäre, das vielleicht vergessen. Ach so. Nee, so weit also, habe ich gar nicht gedacht. Ich habe nur gerade daran gedacht, dass ich eben zum Schluss absoluten Unfug erzählt habe. Ich habe eine Frage an Dalu. Wie bist du so schnell auf die andere Seite gekommen? Mit dem, ja, nee, ich hatte den Vent genommen, weil ich noch Lifelines gucken wollte, ob mein Kollege da schon einen fertig gemacht hat. Ich bin da oben rumgelaufen. Ja, ganz schön flott warst du da. Ja, ja. Da gibt es nicht mal eine Möglichkeit zu wenden. Ja, dir traut alles. Schlo, wo warst du denn eigentlich eben bei dem letzten Mord? Ja. Oh oh. Ja. Das war eine falsche Frage für Schlo. Ja, die war gefährlich, weil ich erstmal überlegen muss. Ich bin an Kameraraum nach unten gelaufen. Da habe ich ihn nicht gesehen. Da stand ich die ganze Zeit genau an dem Spot. Nein, 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 nein. Wo ist denn Matteo denn nochmal gestorben in der ersten Runde? Ich hab das Kameraraum nach unten? Das stimmt nicht, aber waren wir alle. Ja, ja doch. Na, hätten haben wir eben sogar noch erklärt, dass wir da. Nein. Wir reden jetzt von der ersten Weapons, der ne? letzten Runde. In der letzten Runde. Nee, also nicht diese jetzt, sondern nicht die, wo jetzt gedrückt wurde, sondern davor die Runde, wo jemand gestorben ist. Genau. Da war Schlo auf jeden Fall die ganze Zeit Kameras. Ganz lange. Ah, echt? Ah, okay. Ja, ich hab den tatsächlich ich war die ganze Zeit in der Nähe. Du deckst den jetzt, oder was? Philipp ja, also auch. Philipp. Okay, Philipp und Schlo. Ja, ja. Blautöne verbinden. Ja. Aber was machen wir jetzt mit Swabide? Ist sie denn gefährlich? Also ich kann sie auf jeden Fall für den Chantau-Kill ausschließen. Für ja, Kill also ich meine, die hat halt Mental getötet, aber... Das auf ist ja niemand böse. Chantau-Kill hat sie halt nicht gemacht. Ist halt auch Schlimmeres. Aber wenn du sagst, wo Mental-Kill also ist, jetzt, das Mental-Kill kann man ihr ja nicht krumm nehmen. Also ey Leute, ich höre das ja alles noch. Hey also, Mann, jetzt mal dein Mikro mal aus, Mann. Bist du eigentlich besoffen, Mental? Das war die Katze. Vlesk shootet recht wenig. Er redet auch recht wenig, er lässt das Ding spielen, aber langsam muss was passieren. Das ist das, was mich stört. Also es muss jetzt mindestens ein Double kommen. Ich muss einfach durchsprinten. Oh mein Gott! Vlesk, sag mir, wo liegt der Buddy? Ich hasse dich, Vlesk. Der Buddy liegt in Storage. Zwei Leute waren gerade in O2. Zwei Leute zusammen. Waren in Edmund. Sag ihm das doch nicht, er lügt nämlich mit Edmund. Hm? Ja, Philipp weiß, dass ich ihn unglücklicherweise gesehen habe. Aber zwei Leute... sind in O2, Storage, gerade entgegenkamen mir von der linken Seite Office, Andy und Schlo. Einer von denen kann natürlich einfach reingewendet haben in Office. Und der zweite, Unge, hast du Philipp in Lab reinlaufen sehen? Ich bin sogar mit Philipp gerade in Specimen und stehe die ganze Zeit. Also oben links reinlaufen. Hast du ihn reinlaufen sehen? Ding, dass wir zusammen in Specimen kuscheln? Ich finde das ganz geil, muss ich sagen. Aber Vlesk, kannst du mir kurz erklären, was du meinst mit, ich habe Philipp leider gesehen, also damit ich das verstehe. Ja, aber nicht in Lab. Ich bin unten in Dicon rein, da stand Philipp neben mir und dann bin ich durch Specimen durch und habe nur die Zahlentaste schnell gemacht und bin oben raus und da stand er schon mit Unge zusammen vor Dicon. Ja, aber da muss ein absoluter Speedrun von dir gewesen sein, wenn du da so schnell, weil ich bin auch gelaufen und du standest, als ich ankam, schon wieder in Specimen. Ich dachte mir das gleiche bei dir, ich habe nur die Zahlentaste gemacht. Kann sein, dass ich die ganze Zeit bei dir, hättest mich töten können.
Nee, ah. Ich bin gerade beim letzten Button von Simon Says und deswegen hasse ich Les, dass er gerade auf den Knopf gedrückt hat. Okay. Weil so. Hat. Ja, aber lass doch lieber erstmal über den anderen klären. Okay, also oder? Mittlerweile verdächtige ich an es muss ja Dalu und Sabine. Da habe ich kurz eine Frage. Sabine, was hast du an Lights gemacht? Ich weiß, dass das lustig ist. Ich wollte die Lights fixen. Aber die waren doch an. Ja, genau. Und dann war es schon gemacht. Ach, weil du hast nicht gesehen, ob die andere aussehen, weil du Imposter bist? Nee. Wir haben nur 35 Sekunden. Ich hab noch eine Frage an Lights. Okay, lass uns über Basu reden. Wer diese macht. Ich habe euch ja schon gesagt, zwei Leute stehen in O'Toole zusammen. Die müssten sich rausnehmen können. Ja, nein, eben nicht. Andi und Swabine habe ich beide aus Weapons rauslaufen sehen. Swabine ist nach links, Andi ist nach Admin. Dann bin ich erst vor Andi weggerannt. Dann bin ich an O'Toole vorbeigelaufen. Da habe ich Swabine getroffen. Die ist mir dann bis oben zum Storage hinterhergelaufen, ohne auch nur ein Anzeichen zu machen, abzubiegen oder so. Ich glaube, ich muss nach Lab. Ja, ich glaube auch. Ich habe eine Frage an dich, Flesk. Du hast oben diese Tröpfchen-Task gemacht mit diesen Reagenzgläsern. Warst du schon der zweite oder der erste? Also musst du noch mal abholen? Zweite, ich bin fertig mit allem. Okay, alles klar. Ich. Also, wenn es Andi ist, ist es Sabine auch. Und andersrum natürlich, aber. Ja, was habe ich denn noch? Ah, da. Hä? Andi? Andi, du Killer, was war das denn für ein Sprungangriff? Da kommt die Attacke! Wollte gerade sagen, ich habe vor einer Sekunde habe ich Andi, aufpassen, ne? Der arme Unge, der wollte so einen Escort haben von mir zu seiner letzten Nacht. Andi, du kannst da nicht einfach so reinstechen. Ich will nie umbringen. Ich glaube, das war was Persönliches. Andi, stich da ein. Das Geile war, ich kann mir so vorstellen, Andi und Sabine rennen beide oben rein. Wir machen jetzt die Türen hinter uns zu so dicker Double Kill. Stehen auf einmal fünf Leute an, die so kackegal, voll rein. Okay, also, wir wollten Andi, ja? Ich wollte mal ganz kurz was noch zu der Runde davor sagen. Und zwar ist es so, dass Swabine dachte, weil ich an Lights stand, weil die ganze Zeit ging das Licht so oft aus, dass ich so runtergezählt habe, also vor Lulz von 5 bis 0 und ich mache das Licht wieder an quasi. Stehe an Lights, Fabine kam rein und dachte wahrscheinlich, weil sie nicht sieht, dass das Licht aus ist, weil sie Imposter ist, dass sie Lights fixen muss, weil einer am Lights steht, nee, nämlich ich und mal stellt gucken, sich zu wer mir an ans Licht steht, dran. Weil ich habe nämlich nach Dalu gesucht. Aber woher wusstest du, dass jemand an Lights steht, wenn du Crewmate bist und das gar nicht süß? Ich verstehe nicht, warum ich das jetzt war. Andi, ich hab's gesehen. Ja, weil die dich alle gesehen haben. Ich hab's nicht gesehen, aber haben die einblind. Ich war richtig schockiert. Das ist ja richtig schade, weil Unge anscheinend dachte, dass ich Crewmate bin. Oder wusste, dass ich Crewmate bin. Und wollte einen Squad von mir haben in Lab und dachte sich, oh, ich bin safe, weil ich bin ja mit einem Crewmate hier. Und dann war er mit 4 Crewmates hier und er ist trotzdem getötet worden. Andi, du musst aufhören, wenn da mehr als 2 Crewmates sind, dann geht sich das nicht aus. Wie, womit? Ja, mit dem Double. Da bleiben doch Crewmates über. Die sehen das doch. Ja, das ist mir klar. Ich spiele es ja auch nicht zum ersten Mal. Er hat gehofft, dass es wahrscheinlich untergeht. Bei der vorherigen Runde, Schlo, da hast du doch auch an Lifelines geguckt, bist dann aber nicht zum Admin-Table, sondern bist dann weitergerannt. Du musst doch gesehen haben, dass Baso da tot gewesen ist schon. Andi, weißt du, was das Beste gerade ist? Dass die jetzt alle schon gewotet haben und auf Andi gegangen sind. Jetzt brauchen wir nur noch einen. Nachher war es einfach gar nicht. Jetzt haben wir sie ja komplett hops genommen. Was nimmst du für einen Titel, Dalu? Philipp und Schlurox komplett hops genommen. Ach komm, ich chill. Mein lieber Bless, wann hatte ich? Ah, sorry. Ey, Bless, ich weiß es jetzt so schätzt, dass du mich den Kill machen lassen wolltest, aber ich habe jetzt gedrückt, weil du da aus Versehen nicht gemutet warst. Was von euch jetzt der Troll ist, ne? Könnt mich doch mal. Also der zweite Schlo, das wissen wir ja, Kutscher, ne? Weißt du, oder? Nee. Was? Nee, es ist Sabine. Ey, also. Warum ich? Wenn sie es jetzt nicht ist, ne?
dann wirklich, dann verbeuge ich mich Killerrunde von dieser Vlesk. Runde von Dalu und Vlesk. Wenn das Dalu und Vlesk wären, ich würde mich live einfach verbeugen. Was ist krass, Philipp? Also wir sind beide einfach gelaufen, ne? Nee. Gott sei Dank. Was soll ich einfach nur machen? Was? Oh nein, es ist schon wieder so weit. Oh, mit Simon. Hello. Hi. Der muss ziemlich frisch sein. Vlesk in diesem Durchgang zu O2 quasi. Ja, und der ist frisch, weil Baso und ich haben den in Lifeline beobachtet. Warte mal. Wie frisch? Gerade eine Sekunde, vier Sekunden. Ungefähr so, ich würde sagen, vier Sekunden. Moment, Sabine, kannst du bitte nochmal sagen, wo? Also quasi dieser Flur neben O2, da unten an diesem Flur. Da kamen doch gerade zwei hoch zu uns, Dalu. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich weiß, dass Philipp da war. Ja, ich kam da, Vlesk kam hier, der war, glaube ich, vorher in Camps oder so. Genau, Vlesk ist durch mich durchgelaufen. Also Vlesk ist nach unten gegangen und Philipp war unten sozusagen. Ja, aber Baso kam, warte mal, Baso, kamst du nicht von unten hoch? Ja, das habe ich dann nicht mehr gesehen. Ich war mit Flo an der Lifeline. Ja. Gerade. Aber wer war denn der andere Matteo, wenn du hinter. Also, du kamst ja auch von da. Du kamst aber nochmal von rechts. Du bist nochmal zurückgekommen, ne? Ich kam nicht von unten. Ich war diese Runde noch gar nicht unten. Stimmt, du bist von rechts reingekommen. Ja, richtig. Ja, aber wer ist dir dann entgegengekommen? Also, Philipp ist einer. Also, nicht jetzt von. Ne, aber einer. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, aber ich. Kopf, bekomme es nicht mehr zusammen. Warte mal. Ich war oben im Lab. Ich kann es nicht gewesen sein. Simon kam nach dir von rechts, Matteo. Ja, ich habe Dalu gerade gesehen am Download oder was es ist. Also es kann auch sein, dass ich mich jetzt in meiner Erinnerung vertue, dass nicht zwei von unten kamen. Aber also auf jeden Fall war Philipp unten. Also weil Vlesk durch mich durchgelaufen ist. Aber Matteo, von wo hast du denn Dalu gerade kommen sehen? Ich kam auch von unten, aber Philipp kann mich ja theoretisch damit 100% decken, weil Vlesk als erstes durch mich durchgelaufen ist. Den Philipp, den du gerade verdächtigen wolltest. Ja, aber er kann es nicht los. Ich habe nichts gesehen. Also, ich war tatsächlich ein bisschen lost. Ich weiß nur, Vlesk mich gecrossed hat. Aber also Dalu war der, ja, ich glaube, Dalu war der Erste, der von unten kam und hat sich dann an den Download gestellt. Ja. Aber dann kam ja danach noch jemand hoch und das heißt Philipp. Ja, genau. Ja. Oh mein Gott, hat dann Dalu gekillt und Philipp ist rübergelaufen und hat Sabine gefunden? Ja, das wird's gewesen sein. Philipp hat einfach weggeguckt. Nee, Philipp ist dann einfach auch Imposter. Ja, du kannst theoretisch auch den Download gefaked haben und wieder kurz runter und dann den Kill gemacht haben. Nee, das kann ich nicht, weil Matteo reinkam und Unge. Ich bin die ganze Zeit oben gewesen. Ich kenne den zeitlichen Ablauf nicht, wie ihr oben und unten wart, aber ich habe nur gesehen, dass Dalu.
Hallo. Hallo. Hallo, Unge Schlorox. Was seid ihr gerade? Unten links. Unten links. Das stimmt. Lab. Nee, O2, oder? Ja. Nee, ja, also an den Gast, also an den Flaschen. Wer hat Lab gesagt? Ich. Das heißt, du bist obenrum von Kameras zu Lab gelaufen. Aber ich nehme an, genau, dass Baso im Basement liegt, genau. Oder? Baso liegt an die Lüge jetzt erstmal? Nicht wirklich vom Eingang, sondern oberhalb vom Storage. Aber noch zu Electrical hin. Okay. Und deswegen glaube ich, dass es Unge war, weil Unge, Dalu und Schlorox waren beide bei den Kameras. Ich bin dann unten rum über U2 raus, bin dann einmal unten vorbei, bin nach oben gelaufen, dann lag da die Leiche und Unge muss also von links nach rechts gelaufen sein. Und wenn er die nicht gesehen hat, dann weiß ich es auch nicht, weil die liegt wirklich da, da läufst du dran vorbei. Gutes Framing, also bei mir war keine Leiche und erstmal, jetzt verstehe ich, warum du gefragt hast. Aber würde das Simon dann sagen? Aber er war vorher auch schon im Lab. Ich habe ja vorher nicht gesagt, wo sie liegt, ja. Und dann ist er rüber, oder was? Ja, also Simon als Imposter wüsste ja, wo die Leiche liegt. Und wenn du dann fragst, wo bist du langgelaufen, würde doch Simon nicht den Weg beschreiben über die Leiche drüber, oder doch? Hä? Ja doch, als Crewmate wird man das machen, um so zu tun. Genau, als Crewmate. Ach so, nee, warte mal. Stimmt. Fuck, das ist ja voll kompliziert. Kann auch gelogen sein. Aber es kann auch genauso gut von Andy gelogen sein, der erstmal fragt, wo alle sind, Self-Report gemacht und dann den rauspickt, der am besten passt. Wer ja, aber ja, nachdem auch ich zwei wirklich katastrophale Imposter-Runden hingelegt habe, was ich hier nochmal, also nee. Ja, also auf jeden Fall kann ich rausnehmen, Chantal und Schlo. Sieht man denn auf dem, auf diesem Table da, sieht man da auch die Imposter ganz normal? Ja, nee, die sind rot markiert. Also, so viele, wo waren denn die beiden Imposter? Nein, ich meine, ob die rot markiert sind, sondern ob man die einfach auf der Map sieht. Andi. Ja, die sieht man ganz normal. Andi, und Leichen sieht man auch. Also, ich glaube dir, dass du das nicht gekillt hast, aber dann ist vielleicht jemand nach Storage runter. Ja, Matteo, wo bist du denn hingelaufen, als du oben links warst? Ich bin dann zu Lifeline gelaufen und habe dann auch gesehen, dass Baso tot ist. Sie war aber schon tot, als ich rangekommen bin. Wir jetzt alle geskippt, ne? Fein. Ja, ja. Welche Post hätte ich gewotet, Andi? Jetzt muss ich. Ich habe den Andi gefunden und zwar links neben Weapons, also zwischen Weapons und Communications, links daneben. Ist gerade eben nochmal ein Kill geschehen. Philipp, ne? Warte mal. Als ich an Lifeline war, waren Andi, also waren Gelb und Orange tot, Andi und Chantau. Genau, und einer wird, glaube ich, oben rechts liegen, weil da ist einer nie rausgegangen. Aber es war immer mal wieder wer drin. Ich habe eine Frage an Sabine. Bist du aus O2 rausgegangen oder bist du immer im Raum, also bist du immer in diesem Gebäude drin geblieben? Ich bin rausgegangen. Okay, sonst hätte ich. Ich bin doch hinter dir hergelaufen. Ja, aber ich war ja gerade bei Lights und du bist später erst dazugekommen. Wer waren denn die beiden O2 wieder? Und bin dann wieder in Lights rein. Ach, du warst im Camp, okay.
Also in O2 standen Unge und Sabine, die habe ich gesehen, weil ich mich vertan habe im Raum. Ich musste da drunter im Raum die Task machen. Und genau, okay, habe ich auch zu Sabine dem Zeitpunkt gefragt. War Schluss, deswegen habe ich auch Sabine gefragt, weil ich war mit ihr relativ lange in diesem Baumraum. Wir hatten bei Download, dann sind wir hochgegangen, aber da habe ich Sabine nicht mehr gesehen. Ich habe Lights ausgemacht und dann kam Sabine erst später zu Lights, als es schon gefixt war. Aber deswegen habe ich gefragt, ob sie aus diesem Gebäude und rausgegangen ist, weil sonst hätte ich sie ausschließen können. Ganz kurz. Und davor die Runde als. Ja. Ich wollte nur kurz fragen, wo liegt Andi nochmal genau? Wo liegt Andi nochmal genau? Sorry. Zwischen Communications und dem Ding links daneben, wo O2 und sowas drin ist. Okay, also pass auf, gib mir 15 Sekunden. Wo du auch das Maze machst. Es waren zu dem Zeitpunkt, wo zwei Leute O2 waren, war einer oben rechts und einer Specimen. Und ich der Specimen wirst du gewesen sein, weil du bist unten wieder rausgekommen. Aber bist du unten reingegangen oder bist du oben reingegangen? Weil es waren zwei Leute oben. Ich bin unten reingegangen und unten wieder rausgekommen, weil ich nicht ins Labor gehen wollte. Okay, zu dem Zeitpunkt waren aber noch zwei Leute oben und es waren nur zwei links. Waren jetzt Unge und Sabine links oder waren Schlorox Unge oder Sabine? Also welche ist die Konstellation? Die Sache ist, Schlorox, bist du aus dem Gebäude raus gewesen? Der rausgegangen ist, muss der Killer sein für die linke Seite. Bin ich nicht. Ich habe unten noch die Boiler aufgemacht. Okay, warte mal. Simon ist vor mir rausgelaufen. Nein, nicht ihr beiden. Davor noch. Schlorox. Nein, es ist Schlo. Sabine, es ist Schlo. Dalu, du warst doch im Labor. Nein, ich war nie im Labor, Matteo. Admin. Danke, Leute. Oh mein Gott, ey. Nein, es war richtig. Aber ihr müsst voten. Dann ist es Dalu, der würde nicht so random voten. Das ist nicht random. Ist richtig? Hä, weil das bei der Imposter ist. Ach, ist er nicht? Nein. Hä, ist er nicht? Der war's nicht. Wie konnte das jetzt passieren? Oh meine Güte. Boah, ey. Oh Mann, ey. Ich hab's doch gesagt. Als und ich bin mit ihm mitgelaufen. Gebt mir 15 Simon. Sekunden. Er hat dir dazwischen geschrien, ey, Mann. War wenig Zeit, Anscheinend. Du hast einfach wieder gar nicht gewollt, Sabine, Alter. Du hast zu spät gewollt, es geht so schnell. Ich hatte Chantau im Lab gekillt. Ich sehe so, oh, Kutscher möchte nach oben laufen. Ich hatte dich schon. Ich wende mal. Ja, genau, ich bin hochgewendet, habe auf dich gewartet. Komm, guck dir noch die Leiche an. Lege ich noch eine daneben.